Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Wayne Simulatore. So, Level 22 immer noch mal, Alter. Es geht ja echt schleppend voran. So, wir haben fahren. Es ist Nacht, es pisst. Ich hab keinen Bock. Das ist Kacke. Zum Glück kein Bodennebel. Der entsteht dann meistens erst in der Morgendämmerung, also in der Morgenröte. Jetzt ist erstmal nur Regen. Zeit zu gehen. Tropfenkacke. Biege nach rechts ab. Wow. Alter, was war das gerade? Ups. Irgendwie war ich schneller, als ich gedacht habe gerade. Egal, perfekt für die Ausfahrt. Da ist sie. Mal Lichter machen hier. So, wir kommen direkt perfekt auf die Ausfahrt drauf. Easy. So, jetzt noch Scheibenwischer einmachen hier. Neue Route finden. Neu berechnen. Route neu berechnen. Biege nach rechts ab. Was labert die eigentlich hier? Was will die von mir? So, tanken müssen wir nicht. Wir fahren trotzdem. Wenn wir schon mal hier sind. Ich finde eine neue Route. Wo jetzt? Hier kann ich gar nicht diese Dinger haben. Wo sind denn die? Achso, da hinten. Okay. Also einmal so. Einmal schön mit Schmackes. Rum um die Kurve. Von hier aus sieht man gar nicht mehr, dass es regnet. Warum? Hat man nicht früher immer gesehen, dass es regnet? Nee. Man sieht von hier aus nicht mehr, dass es regnet. Die paar Tropfen, die hier sind vor dem Dach. Wir sind gerade. Jetzt. So, jetzt bin ich im Dach drinne. Was machen wir denn hier gerade? So, von hier aus sieht man jetzt nicht mehr, dass es regnet draußen. War das nicht früher so? Wie haben sie das entfernt? Hat doch gut funktioniert. Ah, vielleicht nicht gut genug. So. Und raus aus dieser tristen Welt. Kommt ein Auto? Kommt kein Auto. Ich bin ja gleich mal auf der Autobahn. Ich bin ja auch auf so einer Bulli-Straße hier. Was ist das denn für ein Ort, Alter? Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Da muss ich mich erstmal durch den Nahverkehr schlängeln. So, jetzt hier wieder rechts. Eieieiei. So. Okay. Endlich sind wir wieder auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Auf dem Radio. Ja. So. So. Ja, ich fahre gerade absichtlich ein bisschen mittig hier, damit uns keine Fahrzeuge überholen.
So wie ich hier rumschlenkere, ist das wahrscheinlich besser so. Oh. Sieht schon schick aus hier, LKW in Nacht, ne? Gut, man kann unser wunderschönes Lackbild, oder Lack, unsere Werbe, wie nennt man das? Man das Bild halt auf dem Auflieger nicht mehr so gut erkennen, aber hey. So, die fahren wieder ultra langsam, danke dafür. Hab halt geguckt, ob bei dem Auflieger hinten so ein Schild drauf ist, dass der Auflieger nur mit 80 zugelassen ist, aber habe erstmal kein so ein Schild entdeckt. Womit sich die Frage aufstellt, warum man nur 80 fährt. Das war's mit dem Regen. Sehr schön. Vielleicht wird's auch hell. Können wir also doch noch einen wunderschönen Sonnenaufgang betrachten. Sehr geil. Schon klarer Himmel? Ja. Sternklarer Himmel. Sehr geil. Wie cool, dass ich das sogar erkenne, obwohl es bei mir schon draußen schon so hell ist. Also, in the real world. Naja, diese neuen Bildschirme sind schon echt geil. Und dass ich jetzt hier gegen die Sonne sitze, hat auch schon Vorteile. Mein neues Gaming-Setup ist schon echt krass. Die da vorne kuscheln auch schon wieder zusammen. Das Auto hat noch nichts von Sicherheitsabstand gehört. Da hat sich der LKW gerade fallen gelassen. Weder hatte ich schon angefangen zu blinken, noch bin ich auf seine Spur gekommen oder sowas. Oder habe auch nur meine Spur annähernd verlassen oder so. Merken Sie etwa dort, dass ein LKW links dran vorbeifährt, dass Sie sich dann automatisch fallen lassen? Nee, ne? Das ist mir halt noch nie aufgefallen. Sehr suspekt. Ja, wer weiß.
links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Oh, 60. Habe ich gerade schon gewundert, warum die Kurven so eng sind hier? Bitte links halten. Hä? Da ist auch rechts halten. Na gut. Dann sind die Pfeile also wirklich erst mit nach der Ausfahrt gemeint. Eigentlich, dass ich wieder Ausfahrt, ne? Bitte links halten. Ja. Ah, ne. Hä? Ach doch. Au. Okay. Ungewohnte Spurenführung. Bitte links halten. Einfach mal die Schnauze halten. Wie ging es um den Verkehr? Oh, die Bullilei. Ich schau mal hier ein bisschen weiter. Wow. Hups. Erstens sah es mit dem Auto gerade ganz schön witzig aus, als wenn es ein bisschen rumgeglitscht wäre. Ja, kann ja schon Schaden bekommen, ne? Ah, nee, gar nicht. Unsere Reifen haben schon 10%. Hier haben wir immer noch nur 8%. Okay, gut, haben wir bekommen. Ja. Wir sollten langsam unsere Reifen reparieren lassen. Was soll ich gerade sagen? Nee, genau, zum einen ist das Auto da erstmal rumgeglitscht. Und zum anderen habe ich noch gar nicht gemerkt, dass die Brücke hier wieder nur für 60 zugelassen ist. Der ist mir gerade in die Spur gefahren, ne? Ich sehe gar kein Auto. Also losfahren. Tschüss. Oh Mann, ey. Das Auto gerade ist hochgesprungen. Okay, der Feuerwehrwagen neben mir links fährt 40er nur mit 40, rechts. Da der rote da, mit dem Rückspiegel da. 40er nur mit 40, okay. Und wir dürfen wieder 80. Oh Mann. Und was mach ich? Ich fahr mit 90. Geil. Lass uns mal ein bisschen zurückfallen hier. Wir sind für meinen Geschmack ein bisschen zu nah auf dem Auto da drauf. So, müssen wir jetzt hier müssen wir geradeaus, ne? Ja. Ah ne, wir müssen nach links. Los hier vorbei. Dankeschön. Und jetzt nur nochmal nach links. Ja, ja, bin ich schon dabei. Ich habe ja schon längst geschnallt, Mädel. So, jetzt nochmal nach links. Wow! Ein Gelingsfahrer hier. Weil das Witzige ist, weißt du, jetzt wo wir gerade das Auto vor uns geschoben haben, bis wir jetzt eigentlich hier direkt Fahrerhaus ganz schön Schaden haben,
Gut, ich meine, wir haben zwar hier einen Kuhfänger dran, aber der wird ja gar nicht berechnet. Ne? Der Kuhfänger taucht in der Schadensberechnung überhaupt nicht auf. Das heißt, wenn wir normalerweise ein Auto schieben, dann müsste eigentlich unsere Front hier vorne relativ viel Schaden bekommen, aber wir haben hier nur 7%. Gut, das weiß ich gar nicht, wie viel wir davor hatten. Okay, kann sogar sein, dass wir da ein bisschen bekommen haben. Weil eben, davor hatten wir, glaube ich, nur 5%. Also 2% haben wir schon bekommen. Aber trotzdem, ne? Ist halt. Dafür, dass wir gerade ein Auto geschoben haben? Ja, wer weiß. So, jetzt bin ich schon wieder hier bei 90. 80, meine Freunde, 80! So, Tempomat rein. Oh ja. In Portugal fängt das Spielchen wieder an zu stockern, as fuck. Ah, hier sind wir wieder 90. Und wir müssen den Links halten. Ah, leck mir doch! Hatte gedacht, wegen den Pfeilen da hinten können wir schon mal nach rechts ziehen, aber nö. Okay. Oh, hier wird's eng. 120, ja geil. Und es wird hell. Sonnenaufgang. Oh, blau. Die Abgrenzung da gerade, oder der Schutz, dass man da nicht auf die Insel darauf fährt. Haben sie jetzt von grün auf blau geändert hier. Eine komplett neue Welt. Oh ja, vorne sind wir wieder vor sich hin. Das sehe ich schon von hier aus. Weil die LKWs ja wieder der Meinung sind, mit ihren 30 km/h da Wettrennen zu machen. Ah, blockieren die einfach die ganze Straße. Na gut, dann nehmen wir mal auch Gas raus, weil da kommen wir nicht dran vorbei. Da wird es einfach zu zugemüllt. Thank you.
Die LKWs da vorne einfach alles blockieren. Was ist los mit denen? Oh, Aussichtspunkt. Ah, den nehmen wir noch mit. Sorry, weg da, weg da. Wer einer oder so. Hey, wo denn? Auf die andere Fahrspur. Leck mich doch am Arsch. Oha. So. Lachen, die man täglich macht. Ah, wir sind jetzt offiziell in Portugal. Okay. Die Brücke war quasi die Grenze. Okay, ist schon eine geile Brücke. Also jetzt nicht nur im echten, sondern auch hier im Spiel. Gut umgesetzt. Sieht schon echt schnieke aus. Vor allem mit der tiefstehenden Sonne, ne? Ah, schönes Panorama. Okay, das sieht geil aus. Gott, sieht das geil aus. Nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier wenden. Das Schöne ist ja, hier ist ein Durchbruch. Ich schätze mal, es ist genau für Leute wie uns. Na, fahr mal. Das ist jetzt eine fucking Autobahn. So, easy. Ob das wirklich so gedacht ist? Du kannst hier nicht einfach auf der Autobahn wenden, aber hier ist auch so eine Durchbruchstelle. Das sieht wirklich fast aus, als wenn es dafür gedacht ist, aber... Also, was ist los mit diesen Leuten in Portugal? Ich meine, klar, wir können es hier machen, aber... Wie hier ist natürlich auch wir. Was Kuriositäten angeht, sind wir quasi die Norm. So, und da vorne kommt auch schon der erste Zollpunkt. Das heißt, ab jetzt sind wir auch rechtlich in Portugal. Ah, oh, die Dinger sind cool. Siehst du, so muss das sein. Nichts da irgendwelche Schranken und stehen bleiben. Nee, so modern, bam, easy. Ich weiß zwar nicht, was die Autofahrer machen, die kein so ein elektronisches Gerät dafür haben. Die fallen im wahrsten Sinne des Wortes unterm Radar. Okay, sorry. Aber da vorne kommt eine Mautstelle nochmal. Wahrscheinlich für die, die kein so ein Gerät haben. Oder ist auch wieder so ein Unterflieger? Hier ist auch wieder so ein Unterflieger. Okay. Das heißt, wenn du hier lang fährst, musst du so ein Gerät im LKW oder im Auto haben oder wie? Oder was? Weil eben diese Dinger, die da oben sind, die brauchen ja ein... glaube, ein elektronisches Gegenstück dafür, oder? Ah, da vorne ist schon das Ziel. Wow. Stimmt, 30 Kilometer. Wow. Wir sind ja schon da. Hätte ich gedacht, wir brauchen mehr Folgen. Ja gut, weil halt die Fähre uns ein ganzes Stück Strecke abgenommen hat. Am Anfang dachte ich ja, dass wir da diese über... Wie viel hatten wir? Also entweder hatten wir 2000, ah ne halt, oder? Achso, danach erst. Also entweder hatten wir 2000 Kilometer und mussten davon nur 1200 fahren. Oder wir hatten 1200 und mussten davon nur 800 fahren. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir hatten am Anfang 2000 und die Fähre hat uns dann 800 abgenommen oder irgendwie so. So viele Zahlen in meinem Kopf. So, schön dachte hier. Nicht auf den letzten paar Metern noch einen Unfall bauen. Bei unserem nagelneuen, geleckten LKW. Leck den! So. Hier endet die Autobahn.
da die schönen Schilder. Und wir sind damit gleich am Ziel. Geil, Omaro. Gut, das bringt jetzt hier gar nichts mehr. Danke dafür. Und rot. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also hier schon rein, nee, ne? Das ist nichts anderes. Wir müssen beim. Okay, beim Kreisverkehr, genau. Aber wieso zweite Ausfahrt? Das ist doch die erste Ausfahrt, oder? Ich bin verwirrt. Also mal gucken. Mal gucken, was uns hier erwartet gleich. Ach doch, ist die erste Ausfahrt. Ist direkt da. Das war eine schöne Fahrt. Wäre cool, wenn man hier oben drauf parken könnte. Das wäre halt schön. So. Achso. Mit Blick im Ausschalten hier. Geil. Ausgezeichnet. Sag ich doch. Yeah, guck mal, wie es Geld schappert. Fortfahren. So, wir sind immer noch im Level 22, sehr schade. Und wir können den ersten Kredit abbezahlen. Sehr geil. Oder uns noch weiter einen LKW kaufen. Wir hätten 11.000. Also hier so nochmal knapp 12.000 Euro übrig. Also hätten wir 100, na sagen wir mal 120.000 Euro locker. Ich nehme dafür noch einen dritten LKW an, ne? Warte mal kurz. LKW-Händler. Das muss ich jetzt direkt triangulieren. Scania. 120.000. Doch, müsste passen, oder? Online kaufen. Wenn doch irgendwie 111 Euro oder sowas, ne? Meine Flottenkonfiguration. Ah, ne, 125.000. Ah, nee, das könnte. Das dürfte nicht passen. Schade. Ich dachte, wenn wir jetzt alle Reserven zusammenkratzen, kriegen wir das irgendwie nochmal hin. Aber leider nicht. Das passt nicht. Schade. Nee. Keine Chance. Wenn es 115.000 Euro gewesen wären, was ich auch irgendwie dachte, dann keine Frage, aber mit 125.000 definitiv zu viel. So. Auftrag. Frachtmarkt. Wir sind hier. Da könnte ich jetzt gar nicht so viel. Wow. Boah, Alter, 200.000. Oh, das ist schon. Ist schon eine Kampfansage, aber da müssen wir. Gut, wir können vielleicht versuchen, nicht direkt hier hinten umzulegen, aber hier ist halt wieder genau der Bereich mit diesen 80.000 Mautpointen. Mautpunkten. Ja, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, da wirklich durchzufahren. Und ich weiß nicht, ob es zeitmäßig drinne wäre, hier hinzufahren, damit der Fähre nach da zu fahren. Weiß ich nicht, ob das klappen würde. Wisst ihr was? Wir speichern mal. Bam. Und dann versuchen wir es einfach mal. Wir machen jetzt hier Frachtmarkt. So, na komm. Hallo. Wow. So. Das müsste jetzt... Wo ist denn der Punkt? Ach, auf der anderen Seite. Ja, neues. Fertig zum Losfahren. Gut, dann wenden wir hier hinten mal. Ich weiß, es ist dumm, aber hat einen ganz speziellen Zweck. Ah, ich glaube, dass ich hier aufpasse, oder? Ah, nee, das wird zu eng. Ah, kacke. Egal. Ich bin schon ein großer Junge, ich schaff das. Mal, das klappt. Ja, noch ein Glück, Oh. Komm, wo sind meine 600 PS? Aha, da sind sie ja. Aua. So. Yeah. So, ich müsste hier rauf. So.
Sieht das nicht geil aus, so von der Fußgängerperspektive aus gesehen? So? Der sieht doch geil aus, oder? Ah. Das, meine Damen und Herren, ist ein LKW. Geil, oder? Schmuckstück. Das ist Kunst. Das ist kein LKW mehr. Das ist fahrende Kunst. Yeah. Okay, let's go. Und wieder runter. Ich weiß, wir haben gerade Schaden bekommen, ist aber völlig egal. Da es hier rot ist, ist nicht so egal. Hier ist eine Ampel. Warum ist hier eine Ampel? War da auch eine Ampel? Ah ja, klar, da war eine Ampel. Da standen wir ja. Komm, wird grün. Ja komm, machen wir nächste Folge. Beenden. Let's go. Gutchen. Bis zur nächsten Folge und dann schauen wir mal, ob wir die andere Mission annehmen können. Ob wir da mit der Fähre fahren können, weil ich habe auf dieses ganze Zollgedings. Meine gut, können wir machen, im Falle eines Falles. Das ist aber ja schon lange Mission. Vielleicht sollte man die Mission allgemein einfach gar nicht annehmen. Weil. Ist ja bloß noch 4 Folgen, ne? Na gut, gucken wir nächste Folge. Bis dann.